So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander und ich muss diese Folge hier unbedingt aufnehmen, weil nämlich der Mike und ich, wir dürfen beide zusammen mal spielen, so schreibt er, gegen Daniel und Dennis und wir spielen die Map Ridge 3, von meiner Seite aus kann's losgehen. Von meiner Seite auch. Okay, mal gucken. Wie gesagt, Karte kenne ich nicht. Nö, keiner von uns kennt die Karte. Ja, mach erstmal die Bäume weg. Oh Mann. Der kann hier. Man kann hier übelst viel. Ist das eine 20x20 Karte? Ne, 10x10, ne? 10x10, ja. Okay, die sieht halt nur verdammt groß aus. Ja, in der Mitte ist wirklich ein Gebirge. Ich kann dir nicht einfach so helfen. Oder ist das. Kann ich da drüber laufen? Nö, nicht ganz. Aber das Reclaim hast du da, kannst du was einsammeln. Du bist quasi auf dem Plateau. Wir sind ein bisschen unten. Schöne Karte, finde ich. Naja, aber es teilt sich halt wirklich knallhart auf, wer gegen wen spielt. Ist auch gut. Ich mag das auch, teammäßig zu agieren. Kann man ja immer noch. Aber kein Strom hier, ne? Ne. Ja, muss man komplett. Ist irgendwas Fetteres in der Mitte, was man. Also, man kann auf jeden Fall einiges reclaimen. Ja. Ich überlege, soll ich mit dem Commander vorgehen oder nicht? Ne, glaube ich, bei so viel Masse. Das großartig lohnt. Ich baue schon mal hier oben möglichst weit vorne ein Radar. Noch ein Ersatzradar. Aber einnehmen kann man hier echt wie Sand am Meer. Glaube ich, in Stromprobleme rein und da wollte ich gar nicht hin. Oh, mein Luftaufklärer. Das muss man dem Dennis einfach lassen, der kann aufticken. Deshalb muss ich hier irgendwie schnell eine mögliche Antwort in seine Richtung schicken. Scout mal eben. Genau, okay. Das wäre auf jeden Fall cool.
Ach, Daniel ist da unten schon. Ja, wieso Daniel? Bin ich bei Daniel auf der Seite? Ja. Ach so. Ich dachte, es wäre Dennis gewesen, sonst hätte ich sofort Einheiten produziert. Lol. Oh, der Daniel spammt schon. Ich dachte, ich spiele gegen Dennis. Total vertan jetzt gerade. Das sieht natürlich schlecht aus jetzt gerade. Bleiben wir gleich, wenn wir wissen, ob ich einen ersten Angriff mache. Wobei, das ist natürlich auch total Quatsch, dass ich mit Tick 1 hier angreifen möchte. Aber ich kann ja mal was versuchen, was ich normalerweise nicht mache. Ich baue mal eine Mauer. Ja. Sonst auf jeden Fall. Da hat mir jetzt gut Reclaim hier gelassen, von daher. What the fuck? Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut eigentlich, aber meine Fabriken produzieren manchmal nichts, obwohl ich auf Schleife habe. Das wundert mich ein bisschen. Er lässt mir halt viel Reclaim hier, dadurch, dass er mich die ganze Zeit angreift, aber nicht weit kommt.
Dann jetzt kommt der Dennis mit. Genügend Strom für den Fall, weil ich jetzt gerade gerade mal mein Gun Upgrade, nicht Gun Upgrade machen, sondern mein Upgrade einfach mache. Ja? Manchmal weiß ich ja auch nicht, werden Befehle nicht ausgeführt. Ich hasse das. Jetzt macht er das. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Der Dennis hatte gerade kurz richtig viel kassiert und musste sich deshalb zurückziehen. Okay. Er schickt die aber alle einzeln. Das ist doch kacke, was der Dennis da macht, ey. Damit beschäftigt er mich die ganze Zeit. Hast du jetzt gerade auf T2? Bist du hochgegangen, oder? Naja, ich bin auf T2. Danke auch. Danke hat sehr viel da stehen, sehe ich gerade. Obwohl, es geht.
Okay. Der Dennis macht einen reinen T1-Spam. Der will mich einfach nur zuspammen. Mehr will er nicht machen. Ja. Na gut, da gibt es ja eine Lösung. Mal gegen sein T1 komme ich an, mit T2. Also Strom für mich kurz. So ein Tech. Ich bin gerade dabei, ein Tech 3 noch eben. Tech 2 noch zu bauen. Ich kann dir nicht zu viel geben, weil ich gerade selber in Minus runtergehe. Na, jetzt gehe ich wieder hoch. Ich gebe dir mal ein bisschen was einfach. So. Reicht das oder ist das? Das ist okay. Jetzt habe ich es gleich fertig. War wichtig. Ach, endlich. Guck mal, er muss ja zurückrennen, der Daniel, er hat nämlich da nichts. Sehr gut. Eingenommen hier. Doch. Wie sieht's bei dir aus? Naja, ich lasse mich so ein bisschen einlullen von Dennis. Das gefällt mir selber nicht so gut. Aber jetzt kommt er erstmal nicht mehr wieder mir rein, weil er versucht einfach nur Tick 1 produziert und einfach den Ausgangspunkt in meine Basis gelegt. Okay. Das war sein Ziel. Jetzt muss ich mal kurz für Strom wieder sorgen und dann. Dann bin ich wieder da. Komm, Bomber hier oben, komm gerade Bomber. Achso, okay. Ich muss auch mal eine Flak mitnehmen. Kurz mal Strom für mich? Ja, warte. Cool, danke. Ich stelle mir hier gerade die Frage, soll ich versuchen auf T3 direkt zu gehen? Weil der greift mich nicht an. Klar,
Oh, oh. Ja, mit seinen T1-Bombern. Ist ja wohl ein Witz, ey. Naja, er wollte meinen Strom kaputt machen. Hat er geschafft. Könnte ich gleich nochmal Strom von dir haben? Ja. Ah, nee, sag mal. Da geht jetzt doch. Seine Schäden waren doch nicht so gut. Ich habe gerade 15 Salty frei gemacht und trotzdem das nicht bekommen, komisch. Aua. Okay. Oh, dann geht direkt auf Tag 3. Jetzt wächst sich ihm dadurch alles weg. Dennis will nur ärgern, mehr nicht. Verlier mal all deine Luft, Dennis. Ich weiß nicht, warum du das dauernd machst. Wenn ich das mit T3 schaffe, habe ich eine Chance gegen Dennis. Der stapelt sich dann nur mit T1 Grad zu, warum auch immer. Komisch, ne? Das ist eine ganz andere Spielweise. Der kommt hier mit T1 Bombern an. So kenne ich den nicht. Hat zwar auch noch meine T1 Flieger hier rumstehen, aber das ist so. Wenn er jetzt nämlich jetzt mit allen angreifen würde, hätte ich wahrscheinlich erstmal keine Chance. Gut, ich habe 11 T2 Einheiten da rumstehen. Ich habe jetzt aber gleich den ersten Massepunkt auf T3. Das war wichtig. Weil dann kann ich auch mit der Fabrik hochgehen. Nee, ne, Dennis, jetzt geht wieder Artillerie-Dennis los, ey. Kannst du irgendwas dagegen machen, gegen jeder da vorne ist, oder muss ich da dir helfen? Nee, der ist dann auch weit genug weg, ja. Also, er kann alles ja nicht Tag bisschen. 3, wenn das alles Tag 3 ist, hab ich Arschkarte, glaube ich. Er kann ja nicht in die Basis bei mir reinballern gerade. Geht. Was war das? Was war das? Hier ist einfach irgendwas explodiert bei mir. Es könnte auch sein, dass. Nee, er schießt doch ein bisschen.
Wir sind meine Basis, ja. Na gut, jetzt habe ich Schilder aufgebaut. Dazu braucht er, dann muss er dann sehr viel machen. Nein, ich schieße den Boden rein. Bist du auch schon auf T3? Naja, aber ich werde dir gerade überrannt wahrscheinlich. Obwohl, jetzt geht's hier, jetzt sieht's nicht so schlimm aus. Ich finde geil, diese T3 Siege Tanks bei Seraphine, die werden echt sauschnell produziert. Das. Ja, auf jeden Fall. Er schießt jetzt nur noch aus der Entfernung. Wir könnten uns ja einmal angucken, was er da überhaupt gemacht hat. Oh, Daniel hat mir Tag 3 Masse hier gelassen. Ach, ich werde angegriffen. Womit? Mit seinen Einheiten. Scheiße. Schon viel was seit, boah, das ist wie T1. Meinst du, schafft das? Nee. Du hättest Tech 1 bauen müssen, Tech 1 Kanonendinger. Tech 1 PD, obwohl das könnte reichen. Nicht Tech 2, Power Tech 1, Funkverteidigung ist besser, die schießt schneller und hat mehr Damage. Ist er weg? Ich bin gleich tot. Echt? Er will mich snipen. Ich bin tot. Auf die Flak. Oh nein! Also wollte er mich eigentlich snipen. Und nichts anderes ging, das eine war nur Ablenkung. Genau.
Achtung, oben kommt was rein. Naja, also nicht. Ich glaube, das ist alles von Dennis. Mhm. Kann sein. Daniel. Da ist auch jetzt Dennis T1 mit dabei. Lol, kommt alles einzeln. Ich verarsch. Ich muss ja nur noch auf den Snipe warten, wa? Hm, warum denn so einzeln die Dinger von der mit der Luft? Ey, was macht der denn jetzt mit seinem T1-10? Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier angekommen gerade? Grundprobleme bekommen, ne? Nee, nee, noch nicht, ich hab noch plus 50. Das könnte der Snipe sein da hinten. Dein T3 brauchst du lieber hinten anstatt vorne. Da kannst du einen T2 stehen lassen. Achtung, dein hat dich hinterlaufen.
Hinter dir liegt irgendwas. Ja, keine Ahnung. Frage ist, was machst du jetzt? Wartest du jetzt, bleibst du in der Defensive und wartest, bis die kommen und dich holen per Luft, oder? Oder machst du ihnen mal ein bisschen Angst mit deinem T3? Was, 20 Stück hast du doch, oder? 15 so? 3, 4, 15 im Moment. Ich meine, was habe ich genug gerade? Ich mache gerade meinen Kommando auf Tech 3. Zum Beispiel, wenn du dein T3 deine Einheiten da hoch zu Dennis reinlaufen lässt, die werten sich dann nur auf. Ja, das kann sein, ich mach's einfach mal. In der Zeit, bis er da hinkommt, habe ich sowieso, der muss halt sowieso helfen. Aber wo rennen die jetzt schon wieder hin? Gerade jetzt habe ich Stromproblem. Ja. Wahnsinn. Daniel macht den nächsten Angriff über unten. Du bist jetzt wirst du gesniped. Ich glaube, das wird nichts. Er will auf die Tech 3 gehen oder was? LOL. Jetzt kommt das T1 runter, die machen jetzt einen Doppelangriff. Dann schick doch lieber deinen T3 nach unten, oder? Und mit deinem T2 machst du das T1. Mein Commander kann jetzt so schnell bauen. Schon ein bisschen T2 dabei, aber jetzt kommt der Snipe da hinten. Achtung, da ist er. Verliert alle. Lol. Jetzt kannst du gleich angreifen, ne? Ja, mach jetzt auch. Die haben wahrscheinlich nicht sowas wie Verteidigungslinien hochgezogen. Ja, stimmt. Dass hier gerade alles einzeln kommt, ist ja echt dankbar. Dennis dreht schon ab. Scheiße, für eine Spinne brauche ich Strom. So viel Strom. Das ist eigentlich macht totaler Schwachsinn. Für einen Schuss lässt er dir mal einen Jagdbomber drüber fliegen. Ja. Das ist voll die Masseverschwendung. Ist das hier oben vielleicht ein Bot? Meinst du davon? Nein, weiß ich nicht. Direkt Daniel angreifen? Ja, ich versuche einfach durchzugehen. Soweit es geht. Hast du noch genügend T2-Verteidigung? Ja, jetzt dreht er ab! Oder nicht?
Was macht er da? Ich weiß nicht, vielleicht sammelt er die, da sie zusammen sind. Keine Ahnung. Starte mal Aufklärungsflieger, dass du einfach dauernd Aufklärungsflieger hier drüber fliegen lässt, so diese Linie. Damit du schon vorher siehst, was da ist. Weil dein Radar nicht weit genug geht. Da hat Panik, wa? Kann ja, er, ja. Hat? Lauf, weiterlaufen. Bleib grad. Natürlich haben die nicht, das ist ja der Vorteil. Die sind nicht gewohnt, sich zu verteidigen. Siehst du? Du kannst da durchrennen wahrscheinlich. Der hat 78.000, der hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Jetzt, er sagt GG. Jetzt stell deine hinteren T3 schon nach vorne, damit die jetzt das, was von Dennis kommt, aufhalten. Naja. Denn es hat sich auch nicht sonderlich weiter, so viel weiterentwickelt. Geil, die Spinne von dir ist bald fertig, sehr gut. Hier oben ist Tech 2 Verteidigung oder irgend sowas. Weiter rennen oben? Oh ja, ich lasse sie weiter rennen, klar. Du kannst ihn jetzt, das ist ihm. Das ist geil, ja, er hat T2 dahin gebaut, aber ein bisschen weiter, das ist gleich weg. Dennis kommt nochmal zur Hilfe mit Fliegern hinten. Ja, macht die Basis kaputt. Sehr geil. Das ist es eben. Man muss einfach lang genug aushalten und dann Gas geben, weil der Gegner macht so. Gute ist, er hat mir jetzt so viel Masse hier gelassen, ne? Der Wahnsinn. Das kommt noch hinzu. Okay. Jetzt lass nochmal deine Flieger da fliegen. Um das hier mal zu erscouten, so ein bisschen. Was da ist. Natürlich hast du da unten voll die Kackposition, ja? Selbst mit der Spinne, weil du musst durch diese scheiß Ecke da durchgehen. Genau, ich mache gerade Res Upgrade. Dann gehe ich auf Tech 3 Luft. Ja, Dennis, müsste doch unendlich Masse haben. Ja. Hast du genügend Strom, um Omni zu bauen? Ja. Er macht das mal. Auf Tag 3. Kannst du mich da auch zugemacht haben, ne? Ja, aber da kommst du mit der Spinne trotzdem da durch. Na gut, aber du kennst Dennis, der wird das Ding verteidigt haben. Boah, was hier an Masse liegt, Wahnsinn. Und wie du den aufholst, ja, den Dennis, der hat einen Kill. Ja. Machen wir eben schnell ein Omni. Da bin ich mir interessiert, was jetzt kommt. Das Einzige, was er machen könnte, wäre Restorer Spam. Er ist doch Aeon, ne? Ah ne, er ist auch UF. Ja, guck mal, was da oben wartet, ey. Da kannst du mit deiner Spinne hingehen, ey. Komm, jetzt auch Bomber. Wahrscheinlich hat er den Daniel da oben noch eine Basis aufbauen lassen. Der Daniel ist noch nicht tot, ne? Mhm. Können wir die Spinne mit nach vorne schicken, oder? Ja, mach ich jetzt.
Dachte, der hat hier rechts aufgebaut, der Daniel. Wetten? Ja, bei mir oben. Oder der Dennis hat das schon gemacht und der Daniel ist dann dahin gegangen. Ja, das kann auch sein. Ah, Daniel. Nee, guck mal, Daniels Punkte stehen hier schon. 80 hatte der vor einer halben Minute auch schon gehabt. Okay. Aber spammt Dennis hier T1 gerade? Weiß nicht doch. Also der Dennis ist doch der schlechteste Spieler hier gerade von allen. Weil er die meiste Masse hat und das nicht ausspielt. Eigentlich ja, ne? Ja klar, der hat alles von mir oben eingenommen, der hat nur noch. Der hat 8 noch vom. Der von mir hat er oben 8 Stück eingenommen. So, ich scout mal eben kurz was hier so alles. Ich habe ja genug Abfangjäger. Da ist Daniel! Direkt mal Daniel erscoutet. Nein, Daniel könntest du mit T3 Luft jetzt auch kaputt machen. Oder mit der Spinne da. Das hier vorne sind, da brauchst du keine Sorgen machen, das sind Massepunkte. Das heißt, Daniel wird da rausgeflogen. Deine Spinne ist da. Ja, ich wollte jetzt eben kurz scouten gleich, was da ist. Das ist eine Mischung aus T1 und T2. Altes T1 und noch das neue T2, was er da sammelt. Achtung, deine Dinger liegen gerade am Boden. Ah ne, die gehen nur runter. Deine Flieger oben. Das... Ach, das ist ja nur nix. Sag ich ja, das Ding wertet sich da auf, sobald es da den Strahl reinhaut. So, schick dein T3 mit, dann helfen die auch noch. Und jetzt geht's los. Ja, schon auf 50.000 gleich. User joined your channel. User was moved to your channel. Musst du mich gleich mit? So. Ja, egal. Ein geiler Kampf, Mike, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Dein Spinbot, stirb! Weiß nicht, was denn alles gemacht hat, ey. Jetzt hat er gesagt, was? Ich hab den Chimplatt gemacht. Ja, ich hatte voll die Mega Armada Tech 2. Hat der irgendwie mitgespielt? Natürlich hat er mitgespielt. Das war schnell. Und das war jetzt gerade echt schlecht von euch. Ja. War ordentlich einfach, ne? Die Wege sind halt sehr lang, ne? Das Problem ist, warum hast du nicht weiter getaggt, Daniel? Was? Du hättest weiter hochtacken können sollen. Ja, hab ich aber nicht weiter. Ich hatte ja schon Tech 3 gehabt. Mike, mach mal deine Flieger da weg, sonst geht die auch noch mit drauf. Danach habe ich das aufgehört, weil ich in dich reinkam. Es hat alles zu lange gedauert, ey. Dann wollte ich eigentlich auf Luft gehen, aber es hat auch nichts gebraucht. Dann hattest du halt schon so viele Bricks gehabt. Dann war also echt hardcore, wie viel Bricks Mike hat, ey. Oder hat. Noch hat. Boom. Wie gut hin und her ist, richtig geil, ey. Dennis hat ja nur Tech 1 oben, ne? Ne, er hat am Ende auch noch mit Tech 2. Ist auch dabei, gab ein bisschen schon anfangs. Tech 2, ja. Ja, ich dachte mir halt, du hast da unten eine Mauer gezogen und sagst, ja, zieh ich oben zu, ne? Was ist denn da jetzt gerade kaputt? Achso, ich hab dir was gegeben. Sag mir schon, was ist da gerade kaputt gegangen? Deine Base wird gerade zerstört. Ja, ich weiß, das Game ist eh vorbei. Dennis ist mit Sicherheit in meiner Base, weil da ist er rübergelaufen. Und dein Feldmann wird nicht fertig, das war das Problem. Das Problem ist, dass ich keine Masse habe. Ja, wenn du Feldboy baust? Ey, du hast alles voll da! Ja. Junge, was ist los mit dir? Wo ist der Spaß? Da ist er. Hast du mich nicht gesehen? Jetzt.
Lol. Nochmal schön in meine Dev rein. Ja. Bist du lieber Tech 3 Einheiten gebaut? Ja, denn, ja. Da deine. Ja, ob das jetzt Fatboy noch gereicht hätte. Übertreib mal viele Bomben. Guck mal, wie schlecht die Dingsbomben eigentlich sind, ne? Von Dings sind die immer ziemlich schlecht eigentlich. Naja. Du hast dich halt gut eingetauert da unten, weißt du, Mike? Da konntest du die hochtecken und dann konntest du spammen. Halt nicht so einfach da reinzukommen. Unter den Schild des Fatboys. Ich dachte zuerst, ich spiel gegen Dennis, deswegen habe ich gar nicht so, weißt du? Erstmal gechillt, erstmal wollte ich. Was soll das denn heißen? Ich wusste gar nicht, gegen wen ich spiel. Ja, weil ich dachte, wenn ich gegen Dennis spiele, der tut nicht so Spam, weißt du, Mann? Ja. Ja, danke, dass mein Commander mitläuft. Das ist toll. Oh, guck mal, ja, dein Fatboy sieht mich nicht. Er sieht die Spinne nicht. Ja. Ich war voll, ja, ich bin eh schon tot. Los, Fatboy. Aber Charge. Ja, hab ich nicht. Fatboy kaputt. Puh. Jetzt haben wir auch noch mal eins machen, dass er mitspielt. Wann? Wer? Wer spielt? Nochmal? 2 gegen 2 oder andere Teams oder nochmal selben? Nee. Nochmal 2 gegen 2. Doch geil. Nee, ich find's was scheiße. Jetzt gucken wir uns erstmal die Score an. Games. Genau. Und da sehen wir, dass der Mike, obwohl er nur 6 Massepunkte hat, mehr Masse hat als der Dennis. Ja. Und als ich? Ja, noch mehr als du. Ja, ich hab dich weitergemacht. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Richtig, hast du aufgenommen? Natürlich. Ciao.